Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Sonic the Lost World. Hier waren wir im letzten Part stehen geblieben, weil wir nämlich Galaxy brauchen für den letzten roten Ring. Damit wir den finden, den müssen wir nämlich hier einsetzen und dann kommen wir in so ein Parallelding und wenn wir dort die Wand wegreißen, können wir den roten Ring erreichen. Ich habe es im letzten Part aber jetzt nicht mehr geschafft, was ziemlich doof war. Hier, Asteroid, hier ist das Portal, hier gehen wir rein und ich komme nicht hoch, weiß nicht wie ich da hochkommen soll, ich komme da nicht ganz hin, nein, ich komme da nicht ganz hoch, irgendwie geht das nicht. Das haben sie voll doof gemacht. Da kann der hier hüpfen. Nee, ich komme da nicht hoch. Was soll das? Ich komme da einfach nicht hoch. Ich komm da nicht hoch, Leute. Das darf doch nicht wahr sein, hä? Das darf doch echt nicht wahr sein. Wie komme ich da hoch? Nein! Mann, töte mich. Wenn ich hier nicht antrete, ich will den scheiß roten Ring haben. Das gibt's doch nicht, ey. Das wurde extra so programmiert doch, dass wir das sind, dass man da hinkommen kann. Das ist ja wieder voll simpel und ich bin bloß einfach wieder zu doof, was natürlich auch sein kann. Das ist gut möglich. Spitz deine Stacheln, denn nun bekommst du's mit mir zu tun. Hier ist der da. Dann geht's hier nochmal ein Stück runter und da unten ist ein Galaxy, genau. So, nochmal. Stehen bleiben. Galaxy. Oder Asteroid. Ich nenne ihn Galaxy. So. Ich komme da nicht ganz hin. Warum kommt man da nicht ganz hin? Das gibt es doch nicht. Ich komme da nicht hin, Leute. Ich weiß nicht warum. Es gibt's doch nicht. Ich bin zu doof, dass ich da hinkomme. Es gibt's doch echt nicht. So. Oh, sehr geil. Ja, jetzt läuft's wieder super gerade. Oh Mann. Na, oh, Mann. Nerv mich nicht, du komisches Teil. Ach ja, liebe Leute, das wird noch was, ich sag's euch. Mann, ich will doch bloß den scheiß roten Ring haben. Meine Fresse. Du hast mich überrascht. Spitz deine Stacheln, denn nun. Ach, du doofes Schaf. Und hier hoch. Und hier abbrennen. Und Asteroid. Ja, das hilft mir alles nichts. Wenn ich da nicht hochkomme. Oh, fast. Nein. Ich komme da nicht ganz hin. Es darf nicht wahr sein. Es darf doch echt nicht wahr sein.
tue, das Level nochmal beenden, nochmal neu starten. Weil mich nervt, dass ich da immer da hinten spawne, weil jetzt weiß ich ja, wo ich hin muss. Und dann brauchen wir nicht so weit zurücklaufen. Geht ja eh ganz schnell, dass wir da wieder dort sind. Ich düse einfach nur schnell durch. Ich bin jetzt über echt noch gerade am überlegen, wie soll ich da mit dem hochkommen, weil der hüpft ja gar nicht so hoch. Außer es gibt da so einen ganz speziellen Trick irgendwie, dass der höher hüpft, aber ich glaube mal nicht. Zumindest wüsste ich den nicht. Das wäre mir nämlich jetzt neu. Aber klar. Oh, sind wir schon wieder recht gut durchgekommen. Spiegel verkehrt. Niam. Dieser verdammte Sonic, wenn ich diesen Igel nicht besiege, hauen mich die anderen, bis ich blau bin. So. Hier rüber. Da rein. So, jetzt kommen wir schon langsam an die Stelle. Genau. Hier sind wir schon. So. Das gibt es doch echt nicht, dass ich da nicht hinkomme an diesen scheiß roten Sternmünze. Das kann es doch echt nicht sein. Ich komme da nicht hoch. Das ist kacke. Heute gibt's da irgendeinen Trick, dass der höher hüpft. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht hin, Leute. Muss verrecken nicht. Ich probiere es jetzt noch einmal und danach lasse ich es. Dann werde ich es offscreen nochmal probieren. Ihr wisst jetzt, wo auf alle Fälle dieser rote Ring ist. Ich werde dann versuchen, offscreen den irgendwie einzusammeln, weil ich will jetzt da nicht 100 Parts nur mit dem Einsammeln da verbringen. Das nutzt euch auch nichts. Und also ich schaff's jetzt natürlich, dann wird's mit dabei sein. Ansonsten werde ich das offscreen machen, weil wir haben ihn jetzt eigentlich schon gefunden. Ich würde ihn jetzt gerne bloß haben. Das ist. Ja, das war wieder super. Richtig geskillt. Nee. Also ihr wisst jetzt, wo dieser rote Ring auf alle Fälle zu finden ist. Ich werde das nachholen. So, dann schauen wir uns die Desert Ruins an. Da haben wir eigentlich schon, soweit ich weiß, die schwierigsten schon erledigt. Sofern ich das noch richtig im Kopf habe. Ich bin auch bloß schnell durchgedüst. Da hinten war schon einer, ich habe schon gesehen. Da ist einer, genau. So, haben wir den ersten schon. Der war gar nicht mal so schwer. Ich habe bloß vergessen zu holen. Das habe ich jetzt auch nicht nachgelesen, das ist mir noch so im Kopf geblieben. Da kriege ich, glaube ich, eh bloß ein Item von denen der Dinger. Und jetzt bloß nochmal ganz sicher.
ob das wirklich so ist. Jetzt visiert er die wieder an. Alter, was machst denn du? Ein Leben kriegt man, genau so war das. So, dann gehen wir mal weiter. Ich weiß nicht, war ich hier der erste? Nee, der zweite. Zweite müsste hier gewesen sein. Dann beiß mal, du dicker Wurm. So, wo war jetzt der letzte rote Ring? Rechts ist zu offensichtlich. Ich glaube, der war links lang. Das war der, den was wir haben. Das ist der zweite, genau. Okay. Dann muss der hier irgendwo draußen sein. Müsste eigentlich auch zu erkennen sein, normalerweise. Da ist er. Ha. Ich hab dich gesehen. Und schon haben wir es geschafft. Alle eingesammelt. Ich weiß es nicht, muss man das Level jetzt beenden? Oder kann ich jetzt einfach raus? Wirst du das Spiel verlassen und Weltkarte zurückkehren? Mama, ja. Ich glaube, das ist dann gespeichert normalerweise. Ne, ist nicht. War klar. Okay, also nicht rausgehen, das Level noch beenden, sonst ist es nicht gespeichert. Aber ihr wisst jetzt auch, wo diese unten Ringe zu finden sind. Sind eigentlich nicht schwer. Ich habe es bloß beim ersten Durchlauf einfach nicht gemacht. Weil ich einfach schnell durch wollte. Und auch nicht so auf die Umgebung geachtet habe. Wenn ich ehrlich bin. Und so schon haben wir wieder den ersten. Kein Problem. Geht eigentlich recht zügig, das Ganze. Da muss ich einfach mal ein bisschen auch auf die Umgebung ein bisschen konzentriert. Findet man das ganz leicht eigentlich, das ganze Zeug. Das ist eigentlich immer ein bisschen offensichtlich, so wie bei dem vorigen Level. Das ist halt ein bisschen doof, weil es geht um ein paar Millimeter irgendwie nicht aus. Du musst irgendwie halt perfekt abspringen. Das finde ich halt immer irgendwie so, doof. Aber ich will das euch jetzt auch nicht antun, die Ewigkeiten da umeinander zu eiern. In einem Level nur wegen ein so ein doofes Ding. Ja, die Musik ist einfach geil. Boah. Böser Wurm. So.
oben. Damit wir das Level hier schon schnell beenden können. So, hier hoch, da durch. Und schon geht's vorwärts. Und zwar da in der Mitte. Hab's schon gesehen. Bisschen zu weit. Doofer Sack. Genau, das war zu weit. Da muss man hier rüber. Hier hinauf. Es ist recht gemütlich, da durchzukommen. Au. Oh. Ne, uncool, das war jetzt gerade uncool. Oh. Oh, jetzt hüpfe ich auch nochmal genau rein. War ja klar. Und hoch. Und hier rüber. Das, dass ich schon ewig nicht mehr gespielt habe, habe ich noch ziemlich gut im Kopf. Muss ich mal gestehen. So, hier hoch. Noch das Leben holen, aber egal. Scheißen wir mal aufs Leben. Gucken wir lieber mal, dass wir hier vorankommen. Und hier hoch. Also man muss hier schon ein bisschen zügig arbeiten, sonst kriegt man schnell mal eine auf die Mütze. Würmer, widerlich. Hier oben war dann auch noch mal einer, sofern ich das noch richtig weiß. Genau, das ist das Spiel mit der Glocke. Muss man jetzt nicht unbedingt machen. Bloß damit ihr das noch mal gesehen habt. Ich hatte ja noch ein bisschen im Kopf, das Ganze. Mann, das Level, das zieht sich so, das ist voll zum Core 10. So, das finde ich immer doof, wenn sich immer sowas zieht. Wenn man einfach nur fertig werden will. Jawohl. So. Wieder ein Level komplett. Ein Schritt mehr an die 100%. Jo, und das war's auch wieder mit diesem Part von Sonic the Lost World. Würde mich freuen, wenn ihr nochmal einschalten würdet. In den nächsten Part, weil dann geht's nämlich weiter hier in der Desert Ruin Zone 2. Damit wir nämlich hier auch noch den letzten roten Ring entsacken.
und weiter einen Schritt der 100% näher gehen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und man sieht sich dann im nächsten Part. Bis dahin, adieu.